So, da sind wir wieder bei The Binding of Isaac Rebirth. Und das letzte Mal haben wir mit Magdalene Stuff erreicht. Und ich habe hier was aufgebaut. Ich habe einen Tab geöffnet. Random.org. Random Organisation, keine Ahnung. Weil die Random Option hier in Isaac ja so zwischen Kane und ich glaube noch einem anderen Charakter hin und her pendelt. Außerdem ist Eden nicht mit in der Rotation, deshalb lasse ich einfach lieber eine wirklich, in Anführungszeichen, wirklich zufällige Sache das entscheiden. Und ja, randomize. Ja, der erste Charakter ist Azazel. Ja, okay, Azazel. Habe ich den hinter mir. Ich finde ihn langweilig. Aber das ist meine Meinung. Und ja, starten wir mal. Ihr müsst mir einfach mal glauben, dass es wirklich Azazel ist und ich mir nichts nicht einfach machen will. Azazel ist, denke ich mal, klar. Man sieht schon, er hat einen Brimstone, einen winzigen, kann fliegen und hat nur schwarze Herzen am Anfang. Au, das war dumm. Und wir haben Curse of the Maze, oder was? Oder was los hier? Nope. Kannst mich nicht aufhalten. Und wir starten schon mit Damage Up. Growth Hormones. Stand das, was da stand. Speed und Damage Up. Keine extra Würste. Okay. Ja, Azazel ist ziemlich einfach. Also. Blood Rites, hä? Ja, meistens selbst nicht, also es ist ziemlich schlecht. Aber hey. Ich hatte eh nicht. Du bist mir zu schnell. Ich wusste es, dass er mich. Blöde Explosionsradius. Vielleicht soll ich die Folge ausmachen. Profit. Okay, was gibt's hier denn? Danke. Und für eine Bombe. Hier rein. Ich hätte eigentlich erst die Bombe zum Shop benutzen sollen und dann seitdem aufsammeln sollen, aber hey. Mein Fehler. Ach komm. So komme ich nie bis zu den 99 Cent Wänden. Ist jetzt die Tür nicht offen? Ja, ist sie nicht. Okay, Curse of the Maze. Ich wollte eigentlich noch mal was nachgucken, aber jetzt ist es mir egal. Spiel meint, nö. Du kommst hier nicht rein. Basement. Und wir verlieren wieder ein schwarzes Herz. Aber egal. Klar. Tschüss. Perfekt. Ranger bringt nichts. Tears Down ist blöd. Für Azazel braucht man Range Up von, keine Ahnung, ziemlich viel. Und dann wird's. Dann würde sich der Brimstone ja in normalen Brimstone verwandeln. Aber es ist so unglaublich schwer. Ich glaube, das ist noch schwerer als für einige dieser Items, die halt vom Luck abhängig sind. Dass man die zu 100% kriegt, ist es noch, also von den Pillen her meine ich jetzt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Komm ich auch schon. Ja, das Tears Down ist zwar winzig, aber es lässt sich spüren. Im Herzen. Ja, du bist schneller. Bringt dir sehr viel als stationärer Gegner. So. Schlüssel. Unendlich Schlüssel für diese Ebene. Oh, da ist ein Blaustein. Den habe ich nicht übersehen. Wir kriegen Sense, Alter, in jeder Ecke. Ah, hier müsst ihr noch hinhauen. Danke. Das war knapp. Okay. Chemical Beal. Damage Up auf einer Seite vom Gesicht. Ich weiß gerade nicht, wie viel.
Ah, ich muss mir die Sachen mal merken. Ach, ich kann da reingucken. Ich habe eh unendlich Schüssen. Die Batterie ist cool. Aber ja. Ja, ich hole sie mir dann, wenn ich noch Geld finde. Spenden können wir ja eh nichts. Blöder Automat. So. Aua. Mein Fehler. Komm schon, Spinne. Okay. Und zum Baus. Im Monstrositäten. Ups. Ja, also Azazel ist der Bosskiller hoch 10.000. Noch nicht. Okay. Cool. Wird wahrscheinlich ein Angel Run. Oder vielleicht. Okay, ein HP ab. Damage sieht noch gut aus. Na dann. Lange Aufladezeit. Das ist nicht nett. Nee, das ist nicht nett. Hier kann es nicht sein. Da könnte es sein. Ja. Okay, dann schaue ich mal hier nach. Gut. Okay, wir holen uns die Batterie. Die Batterie, ich weiß nicht, ob das die 9 Volt ist oder einfach nur the Battery. The Battery. Erlaubt einem Leertasten-Items zu überladen, dass man zwei Aufladungen dann auf einmal haben kann. Und das ist ganz cool, auch wenn wir noch kein Leertasten-Item haben. Irgendwann kriegen wir eins und das wird gut sein. Okay, Curse of the Lost, wir sehen die Karte nicht, das ist uncool. Dann kämpfen wir diesmal halt. Bleib weg. Die Aufladzeit. Jetzt brauche ich ein paar Tiers ab. Keine Tiers downpillen. Irgendwie haben wir schon volle HP, also. Ja. Ach ja, für mich ist Azazel immer so ein Charakter. Okay. Denk mal, wir gewinnen heute. Okay, Tiers down. Das nehme ich nicht mit. Sagt er, als er es mitnahm. Ich nehme es mit, weil wir vielleicht im Itemraum ja Virgo kriegen könnten. Nein, der Pupi ist besser. Und Virgo macht, dass alle Pillen gut oder neutral sind. Das war nicht cool. So. Diese explodierende Gegner sind die schlimmsten. Als Azazel. Azazel, Azazel. Assassine. Irgendwie sowas. Okay, du bist ein Schneller. Ich mach mal weg. Mal gucken. Ja, ich benutze unser Leertasten-Item nicht. Blood Rites, weil. Habe ich überhaupt gesagt, was das macht? Macht allen Gegnern im Raum Schaden. Dafür zieht es ein ganzes rotes Herz ab. Und der Schaden zählt nicht als genommener Schaden für den Devil Deal. Also ist es egal. Man kann es einsetzen, so oft man will. Und man trotzdem den Engelsraum bekommt. Able. Nochmal Tierstone. Wow. Zwei Items, die ich nicht mitnehmen werde. Weil erstens, weil ich denke, dass ich Able schon mitgenommen habe. Und zweitens, oder Able. Englisch klingt cooler. Englisch ist hip. Able spiegelt den Spieler und schießt Tränen. Also, wenn ich jetzt hier wäre, in dieser Ecke, wäre in der anderen diagonal herunterliegenden. Und, ja. Er ist nicht gut. Er trifft so gut wie nie was. Und mich verwirrte er, anstatt dass er mir hilft. Obwohl mit Brimstone ist er ja. Denke ich mal, kann ich meine Schüsse von seinen Schüssen und den von Gegnern unterscheiden. Wow! Noch ein Ranger. Mega Fetti, kein Problem. Auch wenn er einer der tankigeren Bosse ist.
diese Aufladezeit, ne? Und dann schieße ich in die falsche Richtung, weil ich gut bin. You suck. Hahaha. Funny. Natürlich. Ein Hit fehlt dir. Hello, Ninetales. Damage up. Und wir kriegen doch einen Devil Deal. Mit einem Damage up. Also noch einem, ein Damage up. Ist das ein Damage up? Ich glaube ein bisschen weniger. Egal, auf jeden Fall. 4-Shot. Macht das, wenn wir Gegner treffen, mit unserem Brimstone ziemlich häufig, dass wir eine Chance haben, sie zu ängstigen oder sowas. Und dann rennen sie von uns weg. Das ist ganz okay eigentlich. Es gibt bessere Effekte. Ja, hier. How to jump. Wir können schon fliegen, also nutzlos und able. Nichts Interessantes. Ich suche gerade nach noch irgendwas Coolem oder so. Boss Crush ist mir egal. Und ja. Wir müssen zu. Wir müssen schon zu Blue Baby. Mit Azazel müssen wir zu Blue Baby. Das habe ich nicht vergessen. Fast hätte ich es aber vergessen. No. Noch nicht. Okay. Noch mehr Goblins, Ghouls, Globins. Globins heißen die, nicht Goblins. Geheimraum. Oh. Ja, die Karte. Wenn ich nicht zurückgelaufen wäre, wäre ich da wahrscheinlich nicht wieder reingekommen. Und für 6 Pilze? 5. Ich kann nicht zählen. Full Health. Luck up. Hey! Wie habe ich schon gesagt, dass das 4-Shot-Ding da mit Luck skaliert. Ab irgendeiner unglaublich hohen Luck-Status aktiviert es jedes Mal und ja. Wir haben eine Luck-Kapille in der Rotation, will ich damit sagen. Hier ist keine Tür. Ja. Okay. Hab nur was geguckt und. Wo ist. Mein Raum heißt sich immer so auf am Abend. Ich trinke was. Einfach nur, weil ich es kann. Caves 2. Kein Curse, gut. Arcade. Und, ne. Danke, Spiel. Ich würde so gerne was spenden. Was ja keine Ahnung. Herzen, die wir nicht benutzen können. Speed up. Okay, spread up. Okay. Ja, zu Azazel kann man irgendwie nie wirklich was sagen. Strategie. Ja, Ludovico-Technik wäre eine Strategie. Tier ist down. Ich wollte die Kiste eigentlich noch sprengen. Egal, wir können fliegen, ist kein Unterschied. Obwohl, doch, wir hätten die Spiele danach nehmen können. Dann hätten wir gar keinen Schaden gekriegt. Egal, ist trotzdem ein halbes Herz Profit. Verdammt. Warte mal, habt ihr gesehen, dass dieser Gungate Angst hat? Und das war einer der Würmer, die wir vorher angeschossen haben, er aber nicht mehr da war. Heißt das, wir können Gegner, die nicht angreifbar sind, aber noch eine Hitbox haben, ängstigen? Das wüsste ich jetzt nicht, aber so wie es aussieht. Ein doppeltes. Noch nicht. Wenn wir Herzen verloren haben, komme ich zurück und hol's. Einfach nur aus dem Grund, wir haben das Speed-Up in der Pillenrotation. Da können wir für das Speed-Down von dem Ding sicherlich, ja. Können wir das sicherlich wieder ausgleichen. Gib mir bitte Wirecord-Hänger. Gertie, gib mir Wirecord-Hänger. Oh, er ist No-Spawn Gertie. Also ziemlich easy. Oh nein. Wer ruft jetzt an?
Leute kommen online an den ungünstigsten Momenten. So. Aua. Screw. Tears und Shot Speed up. Tears up ist gut. Oh. Okay, also das. Wenn ich jetzt das mitnehme. Ist kein Unterschied, oder? Nee. Außer, dass wir jetzt auch noch das hier mitnehmen können. Und jetzt sind wir langsam. Ja, es fühlt sich jetzt so schlecht an. Aber ich denke mal, es hat sich gelohnt, einfach alles aus dem Devil Deal mitzunehmen, wenn man genügend Herzen hat. So. Geh weg, ich bin zu langsam für euch. Too slow for you. Gegenteil von Sonic. Luck up, hey. Wenn wir Liberty Cap finden, könnten wir sogar in einem normalen Run haben, in einem normalen Run den dauerhaften Vier-Effekt kriegen. Das wäre mal cool zu sehen. Weil bei dem, ich habe das nie gesehen, dass irgendjemand das in einem standardmäßigen Run hingekriegt hat, nur halt in so Breaking Runs. Und ja. Es ist beides gut. Oh. Wir haben noch keine Begleiter. Ich nehme das mit. Schablack. Wenn wir ein Lettersten-Item kriegen. Ich will ein Lettersten-Item, Alter. Das Spiel sagt mir, es wird ein Lettersten-Item geben. Irgendwann. Und es wird toll sein. Ja. Schablack macht, dass man beim Benutzen des Items das Item auflädt und das dann, man verliert dafür HP und zwar 2 Herzen, soweit ich weiß, und ja, ist gut für den D6 zum Beispiel, aber auch mit anderen Items, Spuck of Shadows oder so. Ja, ich denke mal, ich kann gehen. So. Ja, die ganzen Items aus dem Devil Deal. Gimpy macht das, wenn wir getroffen werden. Seelenherzen droppen können. Ist, glaube ich, nicht vom Lush-Status abhängig. Denke ich mal, sonst wäre es OP. Und, 9 Lives gibt einem 9 Leben. Oder halt Dead Cat. Heißt das Item richtig? Und, Ceremonial Rope gibt einem ein Damage ab plus 3 schwarze Herzen. Ja. Also ist es eigentlich immer gut, das Item mitzunehmen. Übrigens können keine Items aus dem Devil Deal euch töten, wenn sie euch HP zurückgeben. The Mark, The Pact und Ceremonial Rope zum Beispiel. Aber auch 9 Lives dürft ihr euch nicht töten können. Okay, hab nur was gedacht. Blauer Stein. Nein, ich kriege einfach keine blauen Steine. So viele Herzen. Ach Gott. Bin ich froh, dass ich fliegen kann. Ansatzseele. Du machst mir alles viel zu einfach. So. Ah, blauer Stein. Dann meckert man und dann macht das Spiel etwas Unerwartetes. Magician-Karte. Nehme ich einfach mal mit, auch wenn sie nichts bringt, aber wir haben nichts anderes. Ich werde nicht das Feuer aus. Oh doch, ich werde es ausmachen. Für das mögliche Geld. Seht ihr? Da kann ich eine Bombe setzen. Ich war auf den Steinen. Spiel lügt mit seinen Hitboxen. Oh. Na klar. Warum nicht? Ein paar Schädel. Wie heißen die Gegner? Keine Ahnung.
So. Oh Gott. Too much spiders. So. Wie bist du freigekommen? Flyhack. Okay. Noch ein paar davon. Der langsamste oder schnellste Gegner in einem Raum. Ein paar Brimstones. Brüder. Brimstone-Brüder, Freunde. Nope. Noch mehr. Yay. Okay, habe ich irgendwelche Pläne noch für den Run? Guppy werden. Ja. Also ich denke, dass ich mit diesem Equip schon gegen so einige Bosse antreten könnte. Mutters Herz. Vielleicht sogar so. Vielleicht sogar schon gegen Isaac. Auch wenn Isaac der schwere. Da wäre ich fast dran gelaufen. Der schwere Bosskampf ist zwischen Isaac und Pooh Baby. Natürlich schießt du in die falsche Richtung, oh Mann. Und dann ist es nur Geld. Nur. Geld ist immer gut. Dieser Raum ist geschenkt, wenn man fliegen kann. Schön, dass du ins Feuer läufst. Mich stürzt nicht. Der Vieh-Effekt. Ein paar Spiders. Und noch mehr Herzen. Und noch mehr Geld. Okay, wir schauen in den Shop. Diese Sprengkisten haben mir mehr Glück gebracht als die gelben. Glück gebracht? Waren meistens halt besser als goldene. Wieso kriegen wir so viele Schlüssel auf der Ebene? Hey. Spiel ist großzügig heute. Okay. Machen wir einfach alle Räume. Ich meine, die Drops könnten nützlich sein. Vielleicht geben wir eine gute Karte. Oder Geld. Ich weiche zu schlecht aus. Ach da. Den Shop nicht vergessen. Ich spring so, damit die Steine möglichst da bleiben. Pillen. Nein. Noch ein Lackdack, danke. Aber ein Amnesia, nein. Wow. Den D10. Ich nehme ihn mit. Ich glaube, das erste Mal, dass jemand den wirklich mitnimmt. Einfach nur, weil wir bald in der Room kommen. Und da ist er nützlich. Auf den früheren eben nicht, weil er eben Gegner in noch schwerere Gegner verwandelt. Aber in der Room kann er schwere Gegner in einfache Gegner verwandeln. Also schwerer als die werden es selten. Deshalb, ja, ist nicht so schlimm. Da sieht man die Überladung, die wir haben. Dank der Batterie. Wollen wir mal probieren? Tauch mal auf. Und was bist du? Ein einfacher Gegner. Eves Mascara, hä? Damage mal 2. Dafür unglaublich lange Aufladezeit. Schaut euch das an, Alter. Uiuiui. Aua. Ach komm. Oh, ein Auge. Das meine ich mit schweren Gegnern. Aber hier ist zum Beispiel eine Fliege auch. Die ist auch wieder um einiges einfacher. So. Nope. Diese Augen, ne? Das Spiel hat was mit den Augen. Ja, Maden, Spinnen. Alles ist besser als Masken, also ja. Auch das Auge. Bei Bossen funktioniert dieser Trick leider nicht. Oh Gott, Eves Mascara. Damage. Das zweite mittelmäßig gute Item, das man benutzen kann, um sich Schaden zuzufügen. War ich in beiden Shops? In beiden Shops, in beiden Goldräumen? Ja. Ja, ich war schon. Der Geheimraum würde füllen, aber darauf habe ich keine Lust. Mummy! Sonst keine Gegner. Besser für mich. Ach ja. Spielen wir mal richtig. Bumm. Tot. Und
Ja, das Blue Baby passt schon. Okay, nächste Ebene. Mal gucken. Ob, na, wir benutzen nicht mal den Titanenmodus, weil wir einfach stark genug sind für alles. Nee. Hier drin sind ein paar One-Hit-Bosse. Oh wow, wegen dem Schlag konnte ich ihn nicht one-hitten. Danke, Spiel, okay. Das ist ein Raum wert. Ah, jetzt haben wir hier eine schöne Mischung an allen möglichen Gegnern. Einige gleich schlimm, einige schlimmer. In so großen Räumen sind diese Blobviecher da unten richtig schlimm. Ich glaube, es hat mir nur. Ich habe den Schaden genommen, einfach nur um den Raum zu clearen. Speed up. Und Loki. One-Hit-Boss. Ist immer noch. Ja, wir haben schon 9 Lives. Ah, nehmen wir es einfach mit. Und es ist Krampus. Wenn es Krampus hätte, nehme ich es mit. Kohle bringt nichts mehr mit Brimstone, soweit ich mich entsinnen kann. Und ja, leider nicht gewonnen. Curse of the Lost schon wieder. Na toll. Ach Gott. Diesen Raum reroll ich nicht. Ich frage mich, ob er auch diese Köpfe rerollt. Ich mach's lieber nicht, weil sonst hätte ich richtige Probleme. Also es wären da Milliarden Gegner drin. Laden, laden, laden. The Virus, Poison, Poison Touch. Und hier ist ein blauer Stein. Poison Touch ist nicht mehr so gut wie im alten und mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Berührungsschaden an Gegnern. Ach komm. Ja, ganz toll schießt ihr da. Diese Aufladezeit. Okay, dieser Weg war der falsche, vielleicht nach oben. Gut, dass ich ihn noch killen konnte. Also solche Gegner, die allgemein Gegner, die mehrere Phasen haben, sag ich mal, können noch getötet werden, wenn der Raum anfängt. Und das ist cool. Weil es Zeit sparen kann. Also wenn man genügend ja, Damage hat, kann man die eben so töten, dass sie nicht mal angreifen können. Was für jeden Jäger zählt. Ihr wisst, was ich meine. Oh, du bist nervig. Ach komm. YOLO. Ja, ne? Der die 10 halt. So. Laden, laden, laden. Ach Gott, es dauert so ewig. Das perfekte Ereignis für den T10 wäre, dass er einen Raum voller Knights oder sowas einfach in einen Raum voll mit Fliegen verwandelt. Diese Aufladezeit, warte bis Mutter sie tötet. Ich glaube, das geht schneller, als dass ich den schieße. Oder so, und dann. Okay, das ist nicht cool. Viel zu viel dummen Schaden. Uiuiui, das war knapp. Okay. Kathedralenzeit. Mit der See, das erste Mal hier. Eine ganz andere Welt als bei euch in der Hölle, oder? Eine Bombe. Danke. Dann behalten wir unser schwarzes Herz. So. Ja, wie gesagt, am Boss funktioniert es nicht mehr.
Wow, diese Bomben habe ich so gebraucht. God dang it, Greed. Okay, now. Okay, ich spiele gerade ein bisschen richtig schlecht. Danke, das fand ich nett. Uiuiui, wir bleiben bei einem halben Herz. Noch mehr Geld. Yay. So. Diese Gegner reroll ich einfach mal. Der Hopper ist der nervigste Gegner. Oder Leaper. Ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, das da sind die Leaper. Funktioniert es bei den Köpfen? Das probiere ich, wenn nur noch einer da ist. Komm her. Nein, funktioniert nicht an dem. Habe ich auch gesagt. Aber ich wollte nur sicher sein. Oh. Gib mir ein paar Herzen. Da. Kirchengesang. Oh Gott, ein paar Girlies. Charge. Hoi. Eisekampf wird ein Krampf, kann ich euch sagen. Nur weil wir da ran müssen. Wow. Ja. Ah, die 10. Why you got to be so rude? Okay. Diese blöden, ey. Okay, wir können uns wieder ein ganzes jetzt holen. Wenn dieser Weg nicht der Weg zum Boss ist, ne, dann bin ich traurig. Weil daran ändern kann ich nichts. Dann bin ich einfach nur traurig. Nicht One-Hit? Was ist los mit dir, Alter? Digga. Ich komme nicht an den ran, weil es sonst mit seinem blöden Explosionsfliegen Ärger bekommen. So, jetzt du noch. Hey. Nimm alles, aber gib mir was Gutes. Okay. Ja, drop ein paar Herzen. Ich kann es kaum glauben. So gut, schaut euch das an. Butterbean. Wir können es benutzen, es lässt sich ziemlich schnell auf und es drückt alle Gegner weg. Mehr macht's nicht. Ein ziemlich schlechtes Schutzschild praktisch. Komm schon, du kannst nicht chargen. Das finde ich gut. So knapp vom King. Okay. Das ist viel HP für mich. Oh Gott. Warum kann ich euch nicht rerollen? Oh Gott. Ja, es war klar. Was auch immer du da gerade machst. Oh. Okay. Das jetzt nehmen wir noch nicht. Wir nehmen die roten Herzen. Denn vielleicht überleben wir es. Also, es ist immer besser, eigentlich Seelenherzen später aufzunehmen. Jo, Alter, die One-Hitten nicht. Das ist so. Was? Okay. Danke dafür. Okay, es geht ganz gut. Ich benutze einfach zweimal den D10 einfach, damit ich ihn nicht aus Versehen einsetze und die Babys in Augen verwandle. Das wäre nämlich richtig schlimm. Wir haben jetzt übrigens. Diese Aufladungen. Okay. Uncool, Isaac.
Okay, schnell hier hoch. Natürlich überlebst du. Ah, diese Mistbabys, Alter. Dieser Kampf gefällt mir gar nicht. Okay, 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 okay. Füllen wir uns unser Leben auf. Und dann geht's in die Kathedrale. Und dann... Hui, dann probieren wir Blue Baby. Probieren wir es aus. Satanic Bible appeared in the basement. Gute Seite. Okay. Enttäuscht mich nicht. Oh Gott. Das, ich soll es echt nicht mitnehmen. Du bist noch ein Speed-Up. Taurus ist okay. Du willst alles. Ich nehme es danach mit. Nur um es zu zeigen. Die können wir rerollen. In easy Gegner. Von denen ich trotzdem fast getroffen worden wäre. Das ist Taurus. Taurus macht ja. Nach einer Weile, wenn man ein bisschen Speed aufgebaut hat im Raum, kriegt man ja nur Sterblichkeitseffekt und macht Schaden. Was waren die anderen Items? Fällt mir gerade nicht ein. Ah genau, das eine war Speedball, Speed Up und Shot Speed Up. Und noch irgendwas. Ich habe aber gerade vergessen, was. Mr. Ah, diese. Okay, das wusste ich nicht. Dann habe ich das, was ich im letzten Part gesagt habe, falsch. Setbombs imitieren nicht den Brimstone. Nur Tammy Set macht das. Schade. Egal. Die haben große Bomben, die auch in große. Okay, ich brauch's für nichts, aber. Den nimmst du mal mit. Ja. Trollbombenalarm. Perfekt, dass der Brimstone da noch da war. Komm her. Danke für den Poison Touch. Uiuiui, nicht so schnell hier. Oh, Blood. Warum gibt es dich? Noch mehr Kisten. Mongo Baby. Ein kleiner Begleiter, der Steine schießt. Ziemlich schnell. Und würde die Schüsse von anderen Babys imitieren, wenn wir welche hätten. Wow, es war so klar. Natürlich hört genau dann der Effekt auf. Okay, 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 das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, dann habe ich auch noch 9 Lives. Oh, das wird so demütigend. Gib mir Items. Gib mir Items. Komm schon. Ich brauche gute Items. Da könnt was nicht cooles denn sein, Mongo Baby. Okay. Spilanka Head. Nimm alle meine Schlüssel, aber gib mir noch was. Kills Heals, das ist sogar ganz gut. Ja. Verdammt. Spoonbender, hey. Du bist cool. Okay, vielleicht kriegen wir einen coolen Effekt im Bosskampf dann. Hoffen wir mal. Warum war unsere... Müsste der nicht lila sein durch Spoonbänder? Egal, wir haben Verfolgungs-Brimstone. Und hier ist der super geheime Mongo Baby.
Ist ein kleines Schutzschild, also hey. Okay. Die anderen Räume zu machen, ist wahrscheinlich nicht klug. Wenn wir dann 9 Lives haben, wenn ich hoffentlich nicht. Ich würde ungern mit 9 Lives dann gegen Blue Baby antreten. Okay. Ich bin bereit. Aufladen. Hallo Blue Baby. Doch, die Fliegen sollten uns heilen ein bisschen. Wenn wir aber zu schlecht sind. Da haben wir uns geheilt. Oh Gott, diese Tränen, Alter. Okay, wir haben eine einfachere Phase erreicht, in der nur unglaublich viele Fliegen spawnen. Oh Gott, nein. Wow, 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 wow. Okay. Alter. Das war noch ein knappes Spiel am Ende. Ja. Wie gesagt. Azazel OP. Please nerf. Nein. Ist okay so. Anti-Gravity-Tier. Schauen wir uns das mal an. Was ist denn los? Da haben wir das da. Und dann kommt nichts sonst. Dieser Kleister macht auch Schaden. Praktisch wie ein konstanter Brimstone. Es ist ganz lustig, aber... Nee. Wenn ich jetzt in den Raum gehe und dann sterbe, bereue ich es. Deswegen lasse ich es einfach. Auf jeden Fall kann das ganz cool sein. Kann, muss nicht. Okay. Wir haben es geschafft. Knapp am Ende. Aber Azazel hat uns einfach... durchgecarried. Das kennen wir schon. Aber Donnerpil in the Basement. Ein super cooles Item. Okay. Das heißt dann wohl. Mit Azazel haben wir alles geschafft. Haben eine Münzstück von 4. Und Samson fällt 1. Das ist richtig Müll. Ja, es fehlen noch einige Charaktere und natürlich The Lost. Ich spoilere das, weil. Wer kennt's nicht? Wer kennt The Lost nicht? Okay. Also das Ende war schon mal sehr knapp. Vielleicht habe ich es unnötig spannend gemacht, weil ich immer mit Azazel ist das Problem bei den Endgegnern eben, man muss nah ran. Es ist aber auch das Einzige, und wenn man ein paar Herzen hatte, die wir nicht hatten, oder regeneriert, das wir hatten, finden sie auch kein Problem. Meistens. War ja wieder knapp. Okay, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und lasst einen Kommentar da. Ciao, ne?